Nie zuvor lockte die größte Computermesse der Welt so viele Showgrößen nach Hannover wie in diesem Jahr. Heute gab sich ein echter Weltstar die Ehre, kaum zu glauben. Ist er es oder ist er es nicht? Natürlich ist er es. Der King of Pop persönlich traf sich mit Jungunternehmer Lars Windhorst und spazierte ganz ohne Fans gemütlich über die Messe. Niemand wollte heute Mittag den Besuch von Weltstar Michael Jackson in Hannover bestätigen. Doch er war wirklich da. Ich habe seine Augen gesehen. Er war's. In der Tat ist dieser Auftritt Jackos auf der CeBIT eher ungewöhnlich, die Verwirrung groß. Doch sein Bodyguard Wayne Agin würde sich nicht mit einem Double in der Öffentlichkeit zeigen, sondern nur mit dem echten Jackson. Show-Effekte fehlen genauso wie kreischende Teenies. Das macht Jacksons Erscheinen auf der CeBIT so unüblich. Am Messestand von Jungunternehmer Windhorst informierte sich der Superstar über die neuesten Medientechnologien. Für den Rückweg wählte Jackson dann lieber den Hinterausgang.